Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße euch jetzt kommen auf dem Deathblock von War Thunder. Da ist ein schönes Schiff von dir gekommen. Für heute noch. Sieht geil aus, ist auch geil. Aber gehen wir mal erstmal auf dieses Video hin. Zara heißt das Ding. Ordentlicher Pott mit viel Bewaffnung, viel Leistung. Aber gehen wir mal auf Pro und Contras ein. Und wie ihr seht, das kommt den Italienern zugute, das Ding. Ja, die haben ja auch nur einen schweren Kreuzer, das weiß ich. Also da kommt jetzt endlich mal ein zweiter hinzu. Ja, haben sie verdient. Schwere Panzerung, ausgezeichnete Feuerkraft, keine Torpedobewaffnung. Wir haben keine Torps. Ja, den einen oder den anderen mag stören, aber jetzt mal ehrlich, wer geht jetzt mit schweren Kreuzern schon Torpedos abschicken, ne? Macht nicht jeder, man konzentriert sich eher darauf, seine Gegner regelrecht in 1000 Fetzen zu schießen. So, gehen wir mal drauf hin. 8x 203 mm Geschütze, die sind verbaut in 4 Doppeltürmen. Und diese, und jetzt kommt der Burner, können 3,8 Schuss pro Minute abfeuern. Das ist heftig. Das ist schneller als manch andere. Die Dinger haben eine verdammt schnelle Nachlademöglichkeit. Ich weiß nicht, warum der so schnell nachladen kann, dass der Pott. Aber jetzt mal ehrlich, ich find's nice. 3,8 Schuss pro Minute, das ist viel. Das ist viel. Also, schon heftig. So, 3x100 Zwillings-Mehrzweckgeschütze haben wir mit an Bord. Die schießen selbstständig auf alles Mögliche, was da kommt. Dann haben wir 4x37mm Zwillingskanonen, die gehen meistens, also die schießen auch auf feindliche Schiffchen, kleine Schiffchen, aber meistens sind die ganz praktisch ja, gegen Flugzeuge. Ne? Die schießen dann eher selbstständig mehr auf die Flugzeuge. 4x13,2mm Zwillings-MGs, allgemein für Flugzeuge gedacht, ne? kann natürlich auch kleine Boote angreifen. Aber die Reichweite ist da geringfügiger Natur. Das ist eher für die Flugzeuge gedacht, die meinen, die müssten zu tief fliegen. Ja, das ganze Schiff hat eine Gürtelpanzerung. Also das hier ist die Gürtelpanzerung. Ne? Der untere Teil ist ja im Wasser. Und genau das Graue hier, dieser graue Strich, dieser dunkle. Oder schwarz, nennt mir es wie es wollt. Der schaut ja raus aus dem Wasser mit dem Rest. Das ist die Gürtelpanzerung. 150 mm. Also Torpedos, leckt uns mal am Arsch, ihr kommt nicht gleich durch. Ne? Die kommen nicht sofort durch. Ja, das Ding hat 32 Knoten drauf, das sind 59,2 km/h. Und der absolute Burner, und das steht hier in den Text tatsächlich drin, wo ich gedacht habe, leckt mich, das kann nicht wahr sein. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, nee, das könnt ihr sonst wen erzählen, aber nicht uns. Feuerresistent. Feuerresistent. Es gibt kein Schiff, das feuerresistent ist. Aber angeblich ist dieses Schiff feuerresistent. Wenn dem so ist, wirklich, wenn dem so ist, dann, wow, genau, hier steht's. Praktisch resistent gegen Feuer. Praktisch. Also, ja, wenn es wirklich feuerresistent ist, dann, sag ich mal, ahoi und, naja, auf geht's, ihr Wasserratten, ne? Ja, diese Seemannsprache beherrsche ich jetzt nicht so ganz, Leute. Da muss man aus einer anderen Region sein. An alle die ja so aus Norden, Ostsee, Nordsee so kommen, ihr könnt das besser. Ich bin dafür nicht geeignet für diese Seemannsprache. Oder zumindest wachse ich so halbwegs damit auf, zumindest laut meinen Informationen. Kann natürlich sein, dass über die Jahre was sich geändert hat. Aber was wir hier kriegen, ist ein ziemlich bösartiger Pott. Gut ihn erforschen können, ist jetzt auch noch so eine gewisse Sache. Ne? Wir wissen alle, das dauert alles ewig. Ja, in der Zeit kann man, keine Ahnung. ja, wie der Aussage eines guten Freundes von mir, in der Zeit könnte ich mein Studium zu Ende bringen. Naja, das will ich jetzt nicht so in den Raum stehen lassen, weil so langsam geht es dann hier auch nicht voran. Gerade wenn man sich dann noch ein Talisman auf irgendein Schiff drauf macht, sagen wir mal auf einen leichten Kreuzer zum Beispiel, dann geht das doch recht flott. Also da ist man schneller fertig als derjenige sein. Ja, naja, was soll's. Aber trotzdem finde ich die Aussage schon sehr
witzig. Ja, super geiles Schiff. Sieht einfach mal nice aus. Ich mag die italienischen Schiffe ja schon. Ein paar sind dabei, ich sag's mal so, wenn ich die euch dann irgendwann mal vorstelle, welchen Zungenbrecher kriegen, weil die haben so lange verderbte Namen. Ja, das ist dann schon ein Höllenritt, aber was soll's. Aber die Zara, kurzgelegener Name, wunderbar, das kann sich jeder merken, den Namen. Die Zara. Ja, mehr ist leider nicht reingekommen, wieder nur eine Sache. Gut, heute ist schon was, habe ich schon was hochgeladen, das war aber von gestern. Ja, das Problem ist ja hier, man ist ja auf gewisse Uhrzeiten angewiesen, ne? Der Gin bringt immer die Informationen zu Uhrzeiten. Ja, da hat man andere Sachen schon im Kopf. Da ist man schon irgendwo anders da in der Birne. Ja, wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt hier? 19 Uhr irgendwas. So, Leute. 19 Uhr. Versteht ihr? Das ist schon recht spät um die Ecken gekommen. Aber gut, so kenne ich das eigentlich. Das haben wir die ganzen Jahre jetzt immer mitgemacht. Obwohl, früher waren sie viel pünktlicher. Da waren so um Punkt 17 Uhr war die Info draußen. Aber das liegt schon wieder 2 Jahre zurück. Was sich in 2 Jahren so ändern kann, ne? Ja, was soll's. Gut, Leute, ja, das war's. Zara, gönnt's euch. Link ist in der Infobeschreibung, ne? Könnt ihr es euch noch selbst durchlesen? Selbst die Geschichte hier zu dem Ding ist doch, kann doch, ist recht, ist lang, aber ist interessant. Ist wirklich interessant, was dieses Schiff so erlebt hat. Ne? Könnt ihr euch mal gerne durchlesen. Ja, dann lasst mal ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß noch beim Zocken, viel Spaß noch beim Token erobern oder nein, Token freischalten. Oh, ich bin froh, wenn die Token-Scheiße vorbei ist. Das Event nervt mich langsam. Wirklich, das nervt mich. Vor allem momentan habe ich wieder so eine Pechsträhne am Laufen. Da könntest du hier regelrecht. Ja. Könntest du glatt mit deinem Flugzeug Kamikaze spielen. Einfach nur die ganze Zeit. Weil du keinen Bock mehr hast. Ja. Gut, Leute, dann bleibt mir gesund und ja. Ciao, bis morgen.